Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interior. Mein Name ist Ben und heute zeigen euch Katrin und ich die schönsten Trends in diesem Jahr für euren Balkon und die Terrasse. Wir zeigen euch drei verschiedene Stilrichtungen und geben euch Tipps zu Pflege und Material. Unsere erste Empfehlung geht an all diejenigen, die einen klaren und ruhigen Stil haben. Ist eure Wohnung eher unkompliziert und minimalistisch? Dann sind die Gartenmöbel perfekt, die clean und modern sind. Ich empfehle euch in diesem Fall Möbel aus Aluminium oder Kunststoff. Sie haben klare Linien und sie sind pflegeleicht und stoßfest. Das Tischgestell ist aus Aluminium und Pulver beschichtet. Die Platte ist aus HPL, das ist ein Laminat, das unter Hochdruck gepresst wird. Somit macht es den Tisch extrem robust. Und es ist UV- und wetterbeständig, das heißt, wir können den Tisch einfach bei Regen und Sonne draußen stehen lassen. Diese Stühle aus Kunststoff sind bequem, sehen super aus und sie sind auch noch stapelbar. So könnt ihr sie ohne Mühe verräumen. Weil sie nicht wie typische Gartenmöbel aussehen, könnt ihr sie auch gut indoor einsetzen. Wenn ihr es verspielter mögt, kann ich euch den Boho-Trend als Inspirationsquelle sehr ans Herz legen. Den Boho-Stil findet ihr innen in Wohnungen schon sehr oft, aber auch an schönen, gemütlichen Outdoor-Orten passt der Boho-Stil perfekt. Mehr zu dem Stil in Katrins Video. Nehmt euch dafür natürliche Materialien wie Holz oder Baumwolle oder Materialien in Naturoptik. In diesen Gartensessel kann man sich so richtig schön reinflätzen. Das Geflecht ist aus Kunstfaser und damit wetterfest. Und das Gestell ist aus Akazienholz in Teakoptik. Und es erinnert an Möbel im Mid-Century-Stil, die momentan sehr in sind. Was gibt's zum Abhängen Schöneres als eine Hängematte? Und die hier ist so richtig schön Boho. Sie hat das GOTS-Siegel, ist aus nachhaltiger Biobaumwolle, ist waschbar und sehr weich. Ach so, und übrigens, die Hängematte gibt es auch in verschiedenen Farben. Wie hier in hellem Beige, aber auch in Rosa, Grün, Blau und ganz vielen anderen Farben. Wenn ihr keine Haken in Wände schrauben könnt oder keine Bäume im Garten habt, dann ist eine Hängematte mit Hängemattengestell ideal. Dieses geschwungene Gestell hier ist aus Lärche. Das Holz ist FSC-zertifiziert, es kommt also aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Sowohl das Gestell als auch die Hängematte gibt es in verschiedenen Größen, sodass es auch auf kleinere Balkons passt. Perfekt für alle, die sich auf dem Balkon oder der Terrasse in den Urlaub träumen wollen. Während Ben noch schlummert, zeige ich euch Stil Nummer 3. Natürlich gemütlich. Wenn euer Stil eher klassisch ist und ihr es gemütlich und rustikal mögt, dann passen diese Möbel perfekt zu euch. Die Form der Lehne und der Sitzfläche, die erinnert ein bisschen an eine Parkbank, das ist ein zeitloser Stil. Auf der Eckbank haben 5 Personen Platz. Das ist super für Familien und auch Menschen, die gerne Gastgeber sind. Hier sitzt man total kuschelig in der Runde, ob für einen Sommerbrunch oder einen Grillabend. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Das stimmt! Die besten Grilltipps kriegt ihr von Ben. Das Video verlinke ich euch hier. Der Tisch und die Bank sind aus gleichem Holz, aus Teak.
Wichtig bei Holzmöbeln, sie brauchen ein bisschen mehr Pflege als Möbel aus Kunststoff oder Aluminium. Bei schlechtem Wetter solltet ihr sie auf jeden Fall abdecken und sie brauchen regelmäßig Holzöl. Da bleiben sie nämlich länger schön. Jetzt sind wir gespannt, welcher Stil passt am besten zu euch? Oder würdet ihr es ganz anders machen? Lasst uns gerne einen Kommentar da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ben und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.